Yo Leute, welcome back to GTA San Andreas. Wir werden erstmal angerufen. Sexy. Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Okay, I'm gonna see what I can hear mal. Halt. Du mal spacken. Gut, dann klauen wir uns ein Auto. So, kurze Anmerkung, bevor wir jetzt hier richtig in die Action gehen. Oh. Es kann sein, dass das Game vielleicht ein bisschen laggt. Ich installiere nämlich gerade im Hintergrund ein Game. Dann habe ich noch Internet laufen wegen Uploads und so. Das heißt, ich laste meinen Rechner hier gerade voll aus. Von 2 Sterne, das ist echt nicht toll. Aber ich merke auch, dass der Spielfluss nicht gerade. Fuck. Nicht gerade so läuft, wie ich will. Und. Na gut, ich denke mal, das Runterladen und Installieren, das, wenn das fertig ist, dann. Geht das, denke ich mal, auch. Eine schnelle Karre, ey. Jetzt habe ich keinen Stern mehr. Jetzt hole ich mir den Bullet. Dann gehen wir auf die Jagd. Ich weiß zwar nicht, wo die sind. Muss man gleich mal auf der Karte gucken. Ja, ja, CJ. Ich auch. Karte. Okay, die sind hier. Ja, super. Wie komme ich denn am besten hin? Ich würde mal sagen, am besten hier diese zweite Straße entlang. Irgendwie so. Na, wir arbeiten uns einfach mal hin. Wird schon irgendwie. Ich hoffe mal, dass das jetzt zwischenzeitlich nicht so krass leckt. Vielleicht muss ich auch bis zum nächsten Part einfach. Naja, siehste. Da haben wir schon. Vielleicht bis zum nächsten Part durchhalten und danach gucke ich mal, was ich beenden kann. Oder was fertig ist. Mach dann einfach kurz Pause und warte. So. Ich hoffe, wir haben auch genügend Zeit. Die Typen sind ja schon ganz schön weit weg. Ich glaube, eine Sache ist fertig geworden. Ich habe jetzt nicht mehr so Frame-Schwankungen. Läuft doch flüssiger, ja, dann ist es vielleicht gerade eine Sache fertig geworden. Ich hoffe es. So, ist es wirklich mein? Ja. Jetzt frage ich mich gerade, wo fahren die lang? Wir sind da einfach auf dieser Farm. Ja. Na, es ist ein Gummi-Game. Das ist stylisch hier. Geilen Karre. Muss mal Koks und Noten hier haben. Ja. Gehen wir nicht auf hier. So. Wo sind sie denn? Das Motorrad könnte ich gebrauchen, guck mal. So. Sorry. Ah, okay, ich habe keine Waffe, die es mir super ermöglicht. Alter, ich fahre doch schnell. Aber komme ich hinterher. Beziehungsweise ich muss ja dann von vorne angreifen. Und vom Motorrad absteigen. Weil ich keine Schusswaffe habe, aus welchen Gründen. Da sitzt nur einer drauf.
Scheiße. Dieser Wanderpenis, den hole ich da jetzt runter. Ja, super öde Karre. Hammergeil. Egal, muss gehen. FPS schwankt gerade wieder ein bisschen. Mal Spacken, ey, jetzt hätte ich dich gehabt. Wo kommst du her? Alter, wie fährst du denn? Du dumme Hure, ey. Fall da halt nicht runter. Alter, wie viel hält denn der aus, ey? Hammer! Ich da reinholz und ist nichts passiert. So, also die Karre ist öde, deswegen. Machen wir mal so. So. Mann, das ist ja ein Krampf, ey. Ich brauche unbedingt einen Schuss, eine Uzi oder irgendwas. Muss ich dann mal beim Versteck irgendwie austauschen. Das ist ja. Unterwegs sonst nichts machen. Ja, und ich habe 1130 Schuss für die Schrotflinte. Hammer. Krass, ey. Oh, ich sehe, hier ist ein Waffenladen. Ammunition. Kann man hier auch so Wettbewerb machen? Wäre cool. Doch, hier sind noch Stände. Okay. Machen wir nochmal eine Runde mit hier. Was ist der Skill und so? Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig zum Zugucken, aber was sein muss, muss sein. Wären wir jetzt in Los Santos, würde ich ja nochmal mit Denise irgendwo was unternehmen. Aber ich glaube, Denise hebe ich bis zum Ende auf. Ich glaube, die ganzen Freundinnen machen wir irgendwie, wenn der Moment günstig ist. Jetzt machen wir erstmal hier das Wesentliche. Was uns auch hilft. Runde 1 bestanden. Alter, ich bin voll im Gedanken hier. Momentan sollte ich eigentlich auch eigentlich nicht aufnehmen. Ich bin viel zu viel im Gedanken, warum auch immer. Ausbildung und Führerschein, der er bald ansteht, oder den ich ja bald anstrebe. Hammer krass. Also irgendwie viel im Kopf mal dann. Aber gut, das Plan lenkt ein bisschen ab. Quasi ja wie Urlaub für die Seele. Oder so. Und ja. So, Runde 3. Aha, stimmt, das war ja. Scheiße. Nachladen. Egal. Wir haben fünf Treffer. Zehn Treffer. Gerne mal nachladen. Ach, Karl, weißt du? Ja, jetzt muss er nachladen. Was waren das? 20 Treffer? Oh. Okay, 20, ja. Pistolenschießen siegreich bestanden. Ja, was anderes war ja nicht zu erwarten hier. So, jetzt sind die 10. Mal Mikro, SMG, was auch immer. Ja, das bleibt flüssig. So, nächste Puppe hier. Frühstücken wir mal eins sachte weg hier. So, noch früher morgen. Normale Menschen bezeichnen das als Mittag. Oh, letzter Urlaubstag, Leute. Da muss man nochmal eingreifen hier.
Alter. Ich bin nicht sonderlich konzentriert. So, ist auch schon Runde 1. Ging jetzt aber schnell. Mikro-SMG, okay. Na, ich sag gut, siehst du. Bin es, glaube ich. Naja, Mikro-SMG halt. So. Ich denke, dass wir für die anderen Waffen auch noch den maximalen Skill brauchen. Wegen den 100%. Ja, das wird dann super. Mach mal. So, Runde 2. Runde 3 ist ja wieder hier der Vierer. Drei in den Nageln, ja, eine Puppe. Ah. Okay. Bin ja gespannt, ob wir jetzt diesmal auch mit der AK schießen dürfen. Weil es gibt ja normal jetzt hier Pistole, Mikro-SMG, Schrotflinte und dann gibt es noch AK. Den Rest müssen wir irgendwie dann halt im Freien bei Gang kriegen und so. Skillen. Frei. So, Glückwunsch, du wärst letzt diese Waffe. Versuche die Prüfung noch einmal. Aha. Ach, Schrotflinte müssen wir trotzdem machen, obwohl wir da schon einen Skill haben. Naja. Stufe 3 mal so ätzend, wenn wir nur die eine Puppe haben. Weil ich halt nicht hintereinander feiern kann. Mann. Diese kleine Pause da ist es. Ich habe mich schon das letzte Mal darüber beklagt, ich weiß, aber ich beklag mich ja gerne, Leute, das wisst ihr doch. So. Bam. Runde 1. Ach, Runde. Stufe. Ja, auch mal. Ja. Okay, gut. Ich arbeite irgendwie von oben nach unten immer runter. Ganz systematisch. Fällt mir gerade mal so auf. Oh, ich bin halt der Fan von chronologischer Reihenfolge, auch mein Kopf zu Fuß ein bisschen. Ja, Fuß zu Kopf würde mehr Sinn machen. So. Dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt. Naja, muss sein. Umso mehr Skill, umso besser auch laufen nachher auch die Missionen. Werdet ihr sehen. Muss halt alles sein. Ist wie Schule. Oh, Schule ist auch bald wieder. Ah. Berufsschule zumindest. Ja, ist man so froh, dass man die normale Schulzeit überstanden hat. Und dann Berufsschule, Ausbildungszentrum, Hammeröde. Alter, Gegner 1 liegt mir jetzt ein bisschen so auf den Sack. Gut, jetzt habe ich ein bisschen Vorsprung. Ey, Schrotflinte macht mich so nervös. Holt Gegner 2 ein bisschen aus. Scheiße. Ich jetzt überhaupt was getroffen? Okay. Na gut, sieht ja gut für uns aus. Jetzt bringen wir Schwitzerhände. Aber gut. So. Schrotflinten. Fließen siegreich bestanden. So, kommen wir jetzt noch AK, oder? Ah, Alter, wie lange wir brauchen, bis wir mit AK hier schießen müssen. Aber so, in San Fierro oder ja, gibt die, glaube ich. Ja, natürlich die teure. Hope you kick some ass. Ja, egal, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen einkaufen. Take it, hold it. Love it. Oh ja, take it, hold it, love it. Oh, oh, so. So. Erfolgreich einkaufen.
Gut, gehen wir mal raus hier. Dann ist der Part vorbei. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Gucken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, haut rein.